Diesiges Wetter, raue See. Willkommen zur ersten Schatzsuche des Jahres. Es geht um Mammutknochen. Und Bild sucht mit. Im East River vor Manhattan, ungefähr auf der Höhe 65. Straße, sollen tonnenweise Mammutknochen und Mammutstoßzähne liegen. Das Ganze ist bekannt geworden nach einer Enthüllung eines Historikers. Bis zu 17 Schatzsucher sind hier bereits aufgetaucht. Das Ganze ist bereits zu einer Art Touristenattraktion auch geworden. Viele Menschen. Statt Goldrausch vor Jahrhunderten, jetzt Mammutmania in Manhattan. Vom Fundort in Alaska sollen die prähistorischen Elefantenüberreste angeblich in den 40ern an das American Museum of Natural History geliefert worden sein, dem berühmten Naturkundemuseum des Big Apple. Glaubt man den jüngsten Behauptungen, habe das Museum allerdings keine Lagerkapazitäten gehabt und die Fossilien in den East River gekippt. Eine verrückte Geschichte und perfekt für Abenteuertaucher Don Gann, bekannt aus einer Discovery-Sendung. Frühmorgens geht's los von einem Hafen in Jersey City. Schon jetzt steht fest, der Tauchgang wird kein Kinderspiel. Eine Menge Dinge, auf die wir heute stoßen, machen die Suche schwierig. Zunächst die starke Strömung, da ist es schwierig, auf Position zu bleiben. Eine knifflige Situation. Da musst du die Nerven behalten, dazu ist die Sicht in etwa null. Die Strömung, die kurze Sicht und dann natürlich die Temperaturen. Das Wasser hat 4 Grad. In die 4 Grad kalten Fluten. In der Mitte des East River ist der Fluss 25 Meter tief und die Strömung kommt von allen Seiten, wie ein gigantischer, kalter Whirlpool. Schwere Atemgeräusche aus dem knisternden Funkgerät. Die Suche nach dem vermeintlichen Unterwasserknochenfriedhof hat's in sich. Natürlich sind diese Knochen, sollten sie wirklich hier liegen, überwachsen und von Schmutz und von Geröll bedeckt. Der Preis ist enorm. Ein Stoßzahn zum Beispiel würde $20.000 wert sein. Die gesamte Fracht wird geschätzt auf einen Wert von $1 Milliarde. Gann ist inzwischen schon zweimal mit Funden zum Boot zurückgekehrt. Möglicherweise sehen wir hier ein Stück Mammutrippe? Viele Fragezeichen beim Tauchteam. Das American Museum of Natural History hat die jüngsten Behauptungen über die Knochenversenkung als mammutmäßigen Unfug abgetan. Don Gann hält das trotzdem nicht von der Suche ab. Liegen hier wirklich die Überreste der legendären Urzeitriesen? Fest steht, es ist noch eine Menge East River zum Absuchen übrig.